Meine Güte. Ein Trubelchen. Schön, schön, Tutorides. Schön, schön. Und 41. Cool. Ein Schleimock. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn Ryu hin? Ich hab ihn nur nicht gesehen. In der nächsten Arena wird es auch ein bisschen, werden noch gut ausgewogen. Ein bisschen jeder von unseren Pokes mal in Erscheinung treten. Da habe ich jetzt zum Beispiel keinen Käfer oder sowas, der da für eine Entscheidung sorgen kann. Gut, nächste Etage. Komm hier hin, Rocket, Typi. Ja, Endstation. Was war schaffen in deiner früheren Karriere, sagst du? Oh, so oft haben wir auch kein Surfer mehr. Jetzt müssen wir uns bald mal heilen. Super, dann ist das für Thunder. Thunder! Es reicht! Zubat ist besiegt! Wir haben das stärkste gegnerische Pokémon besiegt, was es gibt. Puh, haben wir ein Glück. Das hat Golbat eine riesen Zunge, sag mal, ey. Wahnsinn! Dann kommt sowas. Weißt du was, da kann man auch Donnerblitz machen. Bei Radfratz weiß man nie. Voll gefährlich, das Teil. Gut. Geht's nicht weiter. Sind doch noch, oh, ist doch noch eine Etage höher, das Ausruhräumchen. Da steht auch ein Bett mitten mit einem Tisch, Büroraum. Erstmal ein Bett in den Flappen. Da ist der dritte Rocket-Bruder. Fehlt noch einer. Surfer. Ist auch interessant animiert, die Surfer-Attacke. Regen und dann steigen da so zwei Geysire hoch. Eisstrahl. Golbat erstmal wegfreezen. Das machen wir jetzt immer noch. Und nun müssen wir switchen. Noch jemand auftaucht, der Stress macht. Wie er zum Beispiel, aber der hat vermutlich Elektroviecher. Wir nehmen mal Venusfalle. Wir gucken mal. Venusfalle muss ja auch noch trainiert werden. Muss noch auf jeden Fall ein Level erreichen. Wenn Elektro hat, wäre nicht schlecht. Oder Slimer, toll. Dann switchen wir einfach. Tö. Dann eben nicht. Aussetzer klappt nicht, wenn ich vorher nicht angegriffen habe. Slimer. Elektroball. Das wird aber wahrscheinlich Boom machen. Boomen. Und Finale einsetzen, aber wir können ja mal reingehen. Eieiei, er senkt unsere Verteidigung. Gar nicht gut. Also jetzt wird er boomen. Er macht Lichtschild.
Was? Ultraschall trifft? Lass mich veräppeln. Was soll das denn jetzt? Ultraschall trifft Ryu. Interessant. Gott, das hat so viele Etagen hier, das Gebäude. Ich werde zwischendurch mal speichern. Den Spielstand absaven. Kann ich schaden. Kommen wir in die nächste Etage. Ne, ich will hier aufmachen. Hallo. Ach ja. Glaubst du, du findest alle Schwachstellen meiner Pokémon? Das würde mich wundern, dass du das mit 3 hinkriegst gegen meine 6. 5. Aua. Wie kannst du es wagen? Du hast die Schwachstelle von Ultrigaria rausgekriegt. Es ist der Tackle. Boah, dieser Kreideschrei. Aua, meine Ohren. Morgen kann ich nicht viel machen, also. Zumindest mit Venus falle nicht. Da muss Ryu rein. Ah, wir sind aber so schön aufgestellt mit unseren Pokes. Magneton. Da kannst du wieder rein. Also wir haben gegen jedes Pokémon bisher haben wir eine schöne Schwachstelle. Einen schönen Angriff. Also wir haben es echt gut. Ich dachte, ich wäre langsamer als Magneton. Verteidigung gesenkt, dann müsste die nächste Säure eigentlich ausreichen. Voll. Und 38 für Venusfalle. Na endlich, er will Rasierblatt erlernen. Ja, eine andere Attacke für Rasierblatt soll erlernen. Stachelspore kann weg. Brauchen wir nicht die Stachelspore. Und jetzt können wir endlich nach so langer Zeit den Blattstein einsetzen und Venusfalle entwickeln lassen. Unser letztes Teammitglied, Sarzenia. Und damit ist unser Team tatsächlich vollständig. Sarzenia. Dicktree. Blitzer. Porenta. Alpollo. Und Turtok. Hammergeil. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Richtig cool. Haben wir unser Pokémon-Team voll. Oh, hier ist doch schon die Heilebene. Jetzt krieg ich ja die 2 Bäumchen. Oh, da ist der 4. Rocket Bruder. Wir haben sie alle gefunden. Juhu, alle 4 Rocket-Brüder müssen vernichtet werden. Dann müsste es gleich noch... Gibt das gleich noch? Es gibt doch noch eine Etage. Wenn hier noch Items liegen. Ach, gegen Traumato mit Thunderman drin. Ist noch ein bisschen trainiert bei 38? Oder geht noch was? Er hat mich eingeschläfert. Nein.
ich bin wach. Die Pokéflöte hat mich auch geweckt. Das ist wie am Fließband hier, die erreichen so schnell Level, da kann man gar nicht gegen angucken, ne? Razor Blast. Boah, das gibt's doch nicht. Spüre den Zorn. Zerschneider. Was eine Überattacke. Und wir können endlich rein. Und schnell, da steht sie. Oh, schöne Betten frei. Und was haben wir denn da? Ein Top-Trank. So ein Zufall. Und alle unsere Pokémon sind geheilt. Was haben wir es doch gut. Und jetzt haben wir auch fast schon das Ende erreicht des Hilfscope. Es gibt glaube ich noch zwei Etagen. Bin mal gespannt, wie viele Parts das werden hier. Und ja, alle am Stück auch. Mal gucken, wie viel ich die schneiden kann. So, Traumato stellt sich uns in den Weg. Also, dann fliege ich durch und weg. Slimer, nö. Und da gibt's andere, Pokémon, die Herausforderer schwerer zu besiegen sind. Oh mein Gott, ich werde mich labern lassen. Was los, musst du dich so schreien wie ein Mädchen, nur weil du verloren hast. Die Etage war clear. Nehmen wir die vorletzte, oder? Ist doch die vorletzte, oder nicht? Jo, dann nehmen wir die gleich erst. Nehmen wir erstmal die letzte. Hier steht nur einer. Hat er nicht fünf? Ja, und dann wieder Radfratz-Dinger. Jo. Ja, die typischen. Aber da brauche ich eigentlich nur Schlitze einsetzen, sind die alle weg. So, ich habe jetzt mal absichtlich diesen Kampf über nichts gesagt. Ich wollte euch mal einfach die Musik, diese Kampfmusik genießen lassen. Ach, schön. Ja, da kommen wir nicht weiter da oben. Da ist keine Ahnung, warum man sowas einbaut, dass man über die Treppen nicht zum Büro des Chefs kommt.